Hey Leute, was geht? Hier ist Timmy, Freunde, und schaut mal, was wir heute machen. Wir machen nämlich heute... was schaust du denn da an? Ich schau Bootvideos und die machen voll Fails. Das ist voll lustig. Felix, wieso schaust du dir solche Bootvideos da an? Da, guck mal, ein Boot, schau mal. Das ist sehr gefährlich. Wow, mach das nicht, Felix, nein. Ich mach das aus, Felix, das ist sehr gefährlich. Ja, okay. Das ist kein Vorbild für dich. Warum? Aber denen ging's allen gut, das habe ich noch gelesen. Denen geht's allen gut. Weißt du was, Felix, wir können ja heute, wenn du es möchtest, können wir heute den Vater-Sohn-Tag machen und, ja, dann tun wir mal eine Bootstour machen und schauen mal, was im Meer so ist. Was hältst du davon? Nee, das möchte ich nicht. Es sei denn, ich darf auch Cola trinken. Ja, Cola darfst du trinken, gerne. Ja, du kannst die ganzen Kühlschrank so. Na gut, dann komm mal mit. Ja, lecker. Aber Felix, wir haben ja gar kein Boot. Oh Mann, wir müssen uns doch ein Boot besorgen, Felix. Ich kenne einen Laden, da können wir ein Boot kaufen. Ja, wirklich? Einen guten Laden? Ja. Oder wieder so ein Abzieherladen von dir? Nee, der Beste. Na gut, okay, komm, wir steigen ins Auto ein und gehen eine Bootstour machen. Freunde, ich bin echt gespannt, was in diesem Meer so sein wird. So, Felix, weißt du was? Hast du einen Führerschein? Na klar habe ich keinen Führerschein. Na gut, Leute, lass du fahren. Aber ich bin gespannt. Ey, bitte mach keinen Unsinn, ja? Oh Mann, ich weiß nicht, ob ich das bereuen werde. Hoffentlich nicht, ey. So, fahr vorsichtig, ja? Upsi, Felix, ja, okay, jetzt beeil dich, wir müssen los, ich will zum Meer fahren. Okay, ich auch. Oh, Lippi, Freunde, let's go. Freunde, schreibt mir in die Kommentare, was ihr denkt, was da unten im Meer sein wird. Ich bin echt gespannt, ey. Ey, weißt du was, Felix, du hast so viel Unsinn wieder gemacht. Diesmal fahr ich wieder Auto. So, hier ist nämlich der richtige Bootsladen. Einmal runter hier. Oha. Hä? Ja, was ist hier denn los? Oh Mann, Freunde, hier sind ja riesige Boote. Wieso sind die denn alle hier oben? Ich dachte, die sind im Wasser, ey. Oh Mann, wo ist denn hier der Verkäufer, ey? Hallo. Ich warte mal am Auto. Na, warte du mal lieber. Lass das mal die Großen machen. Ey, wo ist denn hier der Bootsverkäufer? Hallo, Mr. Bootsverkäufer. Oh Mann, das Riesenboot, ey. Hallo, wer sind Sie? Wo ist hier jemand? Ach, da vorne. Ja. Ach, Sie sind Mr. Timmy. Ich bin der Doktor auf die Boote. Ja, seit wann verkaufen diese Boote? Ich würde gern eins kaufen, ja, für mich und meinen Sohn. Also eine Zweisitzer-Boot. Was wollen Sie damit machen? Ja, ich würde einfach nur gern das Meer erkunden. Das wäre super. Warten Sie mal, die Meer, Sie wissen schon, die Autos stehen draußen aus einem guten Grund. Die Meer ist voll mit die Haie. Was? Ey, Freunde, deswegen stehen die ganzen Boote hier. Nein. Aber heißt das, ich darf nicht ins Meer oder warum? Sie dürfen auf eigene Gefahr, aber überall ist die Haie in die Wasser. Oh, Freunde, meint ihr, wir sollen das mal ausprobieren und schauen, was da für Haie sind? Das wäre voll interessant. Ist das gefährlich ich oder so? Ich empfehle Ihnen eine gelbe Boot für mehr Sichtbarkeit. Wenn Sie sterben, ich kann die Boot haben. Ja gut, Hauptsache ich habe ein Boot. Was kostet es das? Kostet eine halbe Million Dollar. Nee, Freunde, das ist viel zu teuer. Wisst ihr was? Ich drücke ihn jetzt runter. Ich zahle Ihnen 30.000, okay? Was ist das? Ich sage halbe Million, Sie sagen 30? Ja. Ich sage 70.000, okay, letztes Angebot. 70.000, hier, bitteschön. Sieh es von der Karte Dankeschön. Ab. Oh, Freunde, jetzt haben wir unser Boot, ey. Jetzt muss ich auch noch Felix Bescheid geben und dann können wir eine Bootstour machen und das Meer erkunden. Ich bin so gespannt, was da sein wird, ey. Oh, da ist ja schon Felix, Sippi. Hä, Felix, du warst doch gerade noch da. Sind Sie meine Mama? Was? Hä, Felix? Felix, Mama? Nein, was machst du da? Hör auf, Felix, Kann nein. Kann ich mit ihm mitlaufen? Ich laufe mit ihm mit. Och, Mann, Felix. Mein Papa ruft mich. Ja, wir machen jetzt, Entschuldigung, wir machen jetzt hier einen Vater-Sohn-Tag. Komm jetzt mit. Ja, okay. Oh Mann, das Boot steht schon da unten. Nicht darüber. Oh, das Wasser. Oh, ist nicht schlimm, Felix. Komm jetzt. So, hey, ich fahr los jetzt. Oh Mann. Okay, warum ist denn hier gar kein anderes Boot im Wasser? Weiß ich Hat das auch einen Grund? Nicht. Keine Ahnung, aber lass Thorns Tempel in Ruhe. Okay. Leg dich nicht mit Thorn an. Ja, okay. So, Freunde, jetzt gehen wir erstmal ins Meer. Bis jetzt sieht das alles gut aus eigentlich. Hast du überhaupt eine Taucherausrüstung dabei? Nein, natürlich. Ich kann doch nicht mal schwimmen. Wie, du kannst nicht schwimmen, Felix? Ich kann nicht schwimmen. Bist du sicher? Hab ich nie gelernt. Oh Mann, ey, Freunde, müssen wirklich aufpassen jetzt, aber das wird schon gut gehen, Freunde. Ich habe alles unter Kontrolle. Boah, Felix, wir sind schon richtig weit draußen rausgefahren. Meinst du, das ist gefährlich? Ich weiß nicht. Also die Wellen sind relativ hoch. Wie, die sind hoch? Das geht doch noch voll klar. Komm, wir fahren ein bisschen weiter raus. Das wird ein Spaß. Ja, okay. Yippie, Freunde. Oh Mann, ich glaube, wenn wir weiter rausfahren, dann finden wir noch richtig coole Sachen. So Meeresschätze vielleicht. Boah.
Oh Mann, Felix, ich hab dich mal ein bisschen fahren lassen. Was ist das für Wetter? Ja, das Wetter ist voll doof, ey. Och Mann, ich weiß nicht, ob wir das noch schaffen mit dem Tauchen. Och Mann, hä? Nein, was ist denn los? Ey, unser Motor, der hört sich so komisch an. Was soll denn? Oh, der raucht, Freunde, nein. Ey, was ist denn jetzt los? Was ist denn los mit dem Motor? Motorquallen. Oh nein, nein, Freunde, es läuft wieder. Oh mein Gott, hey, Felix. Vorsicht. Das Boot brennt. Ich glaube, wir gehen gleich runter. Wir müssen runter vom Boot jetzt. Ich weiß nicht, ey, hast du eine Taucherausrüstung dabei? Nein. Oh Mann, warte, ich versuche mal, ob ich eine dabei habe. Warte. Oh Mann, Felix. Oh Mann, Felix, ey. Was ist denn hier los? Wir müssen, glaube ich, hier runter. Ey, aua, ey, runter. Oh, Felix, oh, Felix. Oh Mann, nein, unser Boot. Ey, Freunde, schaut mal, das Boot geht kaputt. Felix, du kannst ja schwimmen. Hörst ja, ich hab's doch gelernt. Ja, klar, ja, sehr gut, wir müssen wieder hoch, Freunde. Oh, das ist viel zu viel Wasser. Oh, jemand muss uns retten, ey. Och nein. Felix, geht's dir gut? Ja. Oh, sehr gut, ey. Ich darf den nicht aus den Augen verlieren, ey. Du bist das Wichtigste, verstehst du? Los, komm, ja, wir schwimmen an Land okay. wieder. Das ist viel zu gefährlich, ey. Nicht, dass dieser Typ wirklich recht hatte und dass hier Haie kommen oder so. Was? Haie? Das hast du mir gar nicht erzählt. Ich will nach Hause. Oh nein, unser Boot, Freunde. Schaut mal da unten, wie das aussieht. Oh Mann, Felix. Hallo. Was ist das denn? Was ist das denn, Freunde? Nein, wo ist Felix? Felix, ich bin hallo. Der King Hai. Hä, was bist du? Was hast du gesagt? Hä? Ich bin der King Hai. Wie, was? Hä, wo hast du meinen Sohn gesehen? Siehst du auch wie ein Mensch? Ich hab den gegessen. Hä? Spaß, hab ich nicht gesehen. Seit wann kann der denn reden? Seit wann können Haie? Das macht doch gar keinen Sinn, Freunde. Was ist das denn für ein komischer Typ, ey? Oh. Hä? Das ist ja voll komisch. Ey, bleib mal stehen. Du siehst voll komisch aus. Ey, kannst du eigentlich auch so wie ein Mensch reden oder bist du halb Mensch, halb Hai? Ich war mal ein Mensch und wurde gegessen. Voll komisch, Freund. Ich glaube, der redet irgendeinen Schwachsinn. Da ist bestimmt jemand einfach nur, hat sich umgezogen und verkleidet sich als Hai und deswegen haben alle Angst. Hä, wie lustig ist das denn? Hä? Oh Mann, ey. Hä, wer bist du denn? Hey, du hast doch Ich bin der Haigott. Hä, Freunde, das ist doch niemals ein Haigott. Hä, das ist Ich kann nur... das Wetter ändern und alles zu einem Fisch genau. machen. Du kannst das Wetter ändern. Haha, wer es glaubt, wird selig. Ey, das glaube ich dir niemals, Mann. Dann ändere mal das Wetter. Komm, dann mich Okay. Mal Ich ändere das Wetter. 3, 2, 1. Was? Wie hast du das denn geschafft? Das war ein Zufall. Gib's zu. Freunde, jetzt sieht man ihn auch viel besser. Ey, der sieht aber schon krass aus. Ich weiß auch, wo dein Kind ist. Felix? Du musst die High-Challenge bestehen. Was für eine High? Was redest du denn da? Ich suche nur meinen Sohn und du hast einfach nur einen Typ in einem Kostüm. Hä? Das ich kann dich auch zum Fisch machen, wenn ich will. Genau. Achtung und bitte. Was ist mit mir passiert, Freunde? Ich bin so ein Riesenhai. Oh nein, nein, ich will wieder Timmy sein. Bitte nicht, jetzt geht das schon wieder los, ey. Naja, vielleicht hattest du doch recht, aber wieso? Ich bin Hulk und ein Fisch. Hä, das hat doch nichts mit einem Hai zu tun. Was soll das denn? Ey, bitte lass mich, ich will wieder Timmy sein. Du musst ey. Die Challenge bestehen. Was für eine Challenge, Mann. Du musst jetzt an Land gehen und 10 Leute zu einem Fisch verwandeln und das Fischauto klauen. Was? Ey, was? Meint er das ernst, Freunde? Ich glaube, wir haben keine andere Chance, oder? Ich glaube, ey, wenn ich meinen Sohn wiedersehen will, Felix, dann muss ich das echt machen. Ich muss an Land gehen und muss das Fischauto klauen und muss irgendwie Leute... Was muss ich mit den Leuten machen? Hä, wo bist du hin? Du sollst sie zu einem Fisch verwandeln. Wie, ich soll die zu einem Fisch verwandeln? Boah, ich kann sogar unter Wasser reden wie er. Hey, richtig cool. Ja, okay, dann mache ich das mal. Och, nein, Freunde, immer passiert mir sowas. Nein. Oh, das fühlt sich voll komisch an, Freunde. Irgendwie fühle ich mich super stark, aber auch voll komisch, ey. Irgendwie will ich einfach nur Timmy sein und mit Felix einen schönen Tag haben. Aber jetzt muss ich hier wirklich so Leute erledigen? Hä, das ist doch voll Blödsinn, ey. Das wird niemals klappen, Mann. Hallo, Mister. Ich habe eine Frage, ja. Ich muss Sie mal kurz um was bitten. Ey, Freunde, ich kann den nicht einfach erledigen. Das geht nicht. Nein, nein, nein. Hä? Der reagiert ja gar nicht. Ey, Mister. Ey, du. Hä? Hä? Oh, ey, oha, ey, mach keinen Stress, Junge. Ich bin immer noch Hulk, ey. Oh, hä? Da passiert ja gar nichts. Hä? Was? Was? Hä? Freunde, seht ihr das? Was ist das denn? Aua. Hä? Was ist das? Das sind ja überall Fische. Oha, wir haben wirklich die Menschen zu Fische gemacht. Das hätte ich nicht gedacht. Oh, und der letzte auch noch. Komm, jawohl. Hä?
Hä? Hier sind ja überall kleine Fische. Oh, wie süß. Hey, Mister, ich muss Sie kurz hauen. Ja, haben Sie was dagegen? Nein, bitte schlagen Sie mich nicht. Nein, tut mir leid, Entschuldigung. Oh Mann, irgendwie tut mir das... was ist denn hier los? Hä, der wurde ja einfach zum Fisch. Das ist sogar ein riesiger Fisch. Der sieht ja krass aus, ey. Hoffentlich finde ich bald wieder Felix, ey. Aber so als Riesenhai macht das eigentlich schon viel Spaß. Das ist schon lustig. Ja. Hallo, Sir. Nicht wundern, ich habe nur ein Kostüm. Ja, Hotdog, 3 Euro. Ja, Hotdog, 3 Euro. Schlagen Sie mich nicht. Tut mir leid, Entschuldigung. Ich muss das machen. Das ist für meinen kleinen Sohn los. Ja, yippie. Oha, hey, da ist noch so ein Hai. Oh, ich kann alle Menschen zu Haie verwandeln. Ey, das ist eigentlich voll cool, Freunde. Aber irgendwie glaube ich immer noch nicht ganz daran. Vielleicht ist es auch einfach nur ein Traum. Keine Ahnung. Ey, Mann, ich habe keine Lust. Hey, du da. Ja, hey, du bist doch der. Sehr gut. Wo ist mein Sohn? Ey, ich will nicht mehr so riesenhai sein. Das wirst du gleich erfahren. Du musst noch eine Challenge erledigen. Und zwar musst du das Fischauto klauen. Wirklich? Oh nein, ja, und wo ist das Fischauto? Das Fischauto ist bei Tuans Tempel im See drinne. Was? Das ist bei... Nein, ich kann doch nicht bei Tuans Tempel als komischer Hai reingehen. Was ist das denn? Na gut, ey. Du kannst nicht, aber du musst. Ja, ich weiß, wegen Felix. Ich mach's. Okay, gut, wir sehen uns. Oh, bis gleich, Schwimmi. Schwimmi, ich bin Timmy. Ach, auch egal, Freunde. Wir gehen schnell zu Tuans Tempel und erledigen das. Yippie. Oh Mann, Freunde, hier sind wir jetzt auch schon bei Tuans Tempel. Oh, ich glaube, da vorne ist er sogar. Ey, wir müssen uns verstecken, Freunde. Nicht, dass der uns sieht. Oh Mann, das ist ein bisschen schwierig als Riesenhai. Oh nein, jetzt müssen wir noch warten, bis er hier reingeht, oder was? Was macht der denn da? Ey, armer Tuan, ey, eigentlich mag ich ihn doch. Ich will gar nicht da rein eigentlich. Außerdem hat er doch hier so ein System, das alle Gegner erledigt, ey. Aber vielleicht ist das auch nur gegen Menschen und ich bin so ein Hai und deswegen klappt das nicht. Boah, das könnte auch sein, Freunde. Jetzt müsst ihr aber das komische Hai-Auto klauen. Hä, wo hat er das denn? Ich sehe noch gar nicht mehr. Seht ihr Tuan? Hä? Hey Mann, Freunde, Tuan ist die ganze Zeit hier bei diesem Tempel. Nein, aber ich sehe kein Auto. Hä? Hä, Freunde, ist das etwa das... Nein, ich glaube, das ist das Haiauto. Nein, und Tuan beschützt das. Der sammelt ja auch so komische Autos. Ey, jetzt müssen wir aber echt aufpassen. Was macht denn Tuan da? Oh Mann, das ist sogar, glaube ich, sein Ein und Alles, ey, dieses Auto. Ich werde versuchen, das ihm irgendwie zurückzugeben. Ich kann jetzt auch nicht hingehen, ey. Da wird er bestimmt... Ey, der wird doch gar nicht glauben, dass ich das bin oder so. Freunde, wir müssen warten, bis er weggeht, hä? Hä, wo ist er hin? Oha, ist das... Oh, das ist meine Chance, Freunde. Los, los, los. Oh ja, wir haben das Haiauto. Yippie. Oh, Entschuldigung, Tuan. Entschuldigung. Oh Mann, da ist Tuan. Nein, 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 nein. Oh Mann, Tuan war gar nicht begeistert davon. Oh, wir müssen jetzt echt... wir müssen das wirklich klären, Freunde. Oh Mann, der ist ja richtig sauer. Nein. Aber unser Sohn Felix ist auch wichtig, Freunde. Deswegen. Und das ist ein richtig cooles Flossenauto. Oh, aber schnell zu diesem komischen Hai. Und dann kriegen wir Felix wieder. Yippie. Oh Mann. Freunde, das war echt richtig knapp. Hätte uns Tuan erledigt, das wäre gar nicht gut. Hey, lass meinen Sohn in Ruhe, lass Felix in Ruhe. Hey, stehen bleiben. Ja, okay. Bleib stehen, ich habe alles getan, was du wolltest. Hier ist ein komisches Auto. Oh, das Auto. Ist ja das Flossenauto. Na, natürlich ist das komische Auto. Lass dich mal einsteigen, Auto. Ob das wirklich echt ist. Ja, hey, weg von dem Auto. Ja, weg von dem Auto. Ja, ich gehe ja weg davon. Ey, kann ich jetzt meinen Sohn wieder haben? Ey, bitte. Noch nicht. Ich will das Flossenauto testen. Ja, okay. Toll, was kann das Auto jetzt Besonderes? Hä, der fährt doch... Das Flossenauto kann das hier, schau mal. Oha, das fährt ja auf Wasser. Wie macht er das denn? Oh, jetzt ist er einfach weg. Oh nein, wir sind aber immer noch dieser komische Hai, ey. Felix, geht's dir gut, Felix? So, Felix, danke fürs Flossenauto. Red mit mir, Felix. Ja, mir geht's gut. Was will der Mann von dir? Ich weiß nicht, Mann. Der hat. Siehst du mich überhaupt? Ich bin so ein komischer Hai, ey. Kannst du mich nicht wieder als normaler Timmy machen, bitte? Du komm hast schon, die bitte. Challenge bestanden. Wirklich? Ich werde dich wieder normal verwandeln. 3, 2, 1. Felix, Felix, los, komm. Ey, was ist denn jetzt los, Freunde? Hä, ich kann... Oh mein Gott, ich kann über Wasser gehen. Was? Wie geht das denn? Hä, anscheinend habe ich irgendwie Kräfte auch bekommen. Felix, hörst du mich? Felix? Ich höre dich. Ja, du bist so weit weg. Felix, siehst du mich auch auf Wasser?
Ja, du kannst ja auf Wasser laufen. Hä? Hey, wie geht das denn? Ey, Freunde, das ist ja richtig komisch. Anscheinend hat mir das wirklich Superkräfte gegeben. Na, Felix, wie fandest du das? Ey, ich bin so froh, dass du wieder da bist. Ey, das war richtig knapp, Mann. Ja, es war trotzdem ein schöner Tag, muss ich sagen. Findest du, Felix, wirklich? Ja. Hey, wann willst du dich eigentlich mal bei Crimex entschuldigen, hä? Huh? Ja, das mache ich noch. Ja, keine dann Angst. Bin ich mal gespannt. Ey, Freunde, als Hai zu spielen, das war sehr komisch, Freunde. Aber uns geht's gut, das ist das Wichtigste. Das war's mit dem Video. Haut's rein. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Tschüss, Felix. Ciao.